Guten Morgen, wir sind jetzt am Bahnhof in Kempten angekommen und hier sind die anderen Mitreisenden. Sorry. Wir stehen jetzt am S-Bahn-Gleis und machen jetzt mal eine kurze Vorstellungsrunde. Mich und Daniel kennt ihr ja schon. Gehen wir einfach mal rum. Also ich bin die Christi, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Siebenmannsried aus Kelsen. Okay. Servus, ich bin die Mine, ich bin 21. Hi, ich bin die Ingrid. Mein Alter verrate ich euch nicht. Hi, ich bin der Adel, ich bin 26 und komme aus Laufen. Ich bin der Michael, im Allgemeinen sagt man Dodo zu mir und ich bin der ASAG-Rentner. Gut, unsere S-Bahn kommt in ein paar Minuten und wir sehen uns dann im Flughafen in München. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Wir suchen jetzt mal die anderen. Adrian ist auch mit am Start. Und ja, sollen wir mal irgendwo was frühstücken. Wir haben es jetzt 8.20 Uhr, also wir haben noch mehr als genug Zeit, bis unser Flug geht. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo die anderen sind und ein bisschen frühstücken und dann einchecken. Wir sind jetzt hier am Gepäckschalter. Alle sind da, alle 16 Leute. Die anderen stellen wir euch dann im Laufe des Videos vor. Wir haben ja jetzt genug Zeit am Flughafen. Ja, der Schalter hat noch nicht offen. Schauen wir mal, wann er aufmacht. Und dann geben wir unser Gepäck ab. Gehen Pippi, dann geht's los. Genau. So, wir sitzen jetzt hier im Duty-Free-Bereich, Nachrüstungscheck und alle haben es geschafft. Adrian hat das Koffer abgeben etwas länger gedauert, aber ja, jetzt haben wir noch eine Stunde, dann geht es rüber ins andere Terminal und dann beginnt um 11.05 Uhr unser Morgen. So, wir sitzen auf unseren Plätzen jetzt für die nächsten 9 Stunden. Adrian ist neben mir am Start und im Moment läuft noch das Boarding. Bis alle sitzen, dauert es bestimmt noch eine Viertelstunde. Ja, und dann schauen wir mal, was es für ein Filmprogramm gibt. Ist jetzt nicht so toll von der Auswahl her, aber mal gucken. Wir sind jetzt mal am Start. So, jetzt gibt es hier lecker Mittagessen. Das Leckere wird sich gleich herausstellen. Salat. Bei mir gibt es Chicken. Das sieht sehr komisch aus. Sehr lecker. Ja, der Keks schaut gut aus. Und bei Adrian hat Nudeln. Und das schaut besser aus. Wie, ist wie bei Pizzaservice. Wie beim Pizzaservice. Na dann, kommen wir rein. Jetzt Viertel vor 8 in Deutschland, also Viertel vor 2 in Kanada. Wir haben jetzt ungefähr noch eine Stunde Flugzeit, bis wir über Toronto sind und dann die Landung. Also 8 Stunden haben wir schon hinter uns. So, angekommen im Zimmer. Yay! Inge ist schon müde. Inge ist schon müde. Adrian auch.
So, wir sitzen jetzt im Taxi. Wir fahren jetzt in das Zentrum von Toronto und schauen uns den CN Tower an. Haben hier jetzt ein saucooles Taxi. Ja, jetzt sind wir endlich am Zentrum. Fast alle sind da, ein Auto fehlt noch. Mit richtig coolen Autos. Und hier ist der CN Tower. Ja, wir versuchen jetzt hier in Boston Pizza einen Platz zu kriegen und uns die Mägen vollzauen. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. War sehr lecker. Aber jetzt schlägt natürlich die Müdigkeit bei einigen durch. Und jetzt schauen wir mal, wer noch alles mit auf den Turm hochfährt. Ein Teil will auf jeden Fall nicht mit hoch, ein Teil will unbedingt hoch. Und jetzt schauen wir mal vor zum Eingang vom CN Tower und wie viel los ist und dann entscheiden wir weiter. Wir sind jetzt in der Main-Halle vom CN Tower und kaufen uns jetzt ein Ticket für den Turm. Kostet $36 und geht zur ersten Plattform hoch. Genau, also hier, wir sind jetzt hier. Für $36 gehen wir jetzt auf 342 Meter. Und los geht's auf den Turm. Da haben wir noch 5 € Bearbeitungsgebühr, 5 Dollar Bearbeitungsgebühr gezahlt, also insgesamt $41. Und wir sind saumüde. Saumüde nach wie vielen Stunden jetzt auf den Beinen? Viele, viele, viele. So 20 sind es bestimmt schon, 22. Ja, und jetzt schauen wir hier mal, wo der Aufzug ist, weil zu Fuß wäre es, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Danke. Danke. Thank you. Thank you. All ready to go up, I hope. Yes. Yeah. You're not going down, you're going up, right? Yeah. So my name is Aaron, I'll be with you for less than 58 seconds. Our speed tonight is the normal speed of 15 miles an hour, that's 22 kilometers per hour. When it's windy, security will slow the elevator down. They don't usually do it in trip, they usually wait. Jo, wir sind jetzt hier auf 342 Meter auf der Aussichtsplattform. Wir können jetzt einen wahnsinnigen Blick über Toronto in der Nacht erleben. Wir hoffen, dass ihr jetzt einigermaßen was erkennen könnt durch die blöde Glasscheibe durch. Genau, und jetzt sind wir hier ungefähr eine halbe Stunde oben. Und dann geht's ab ins Hotel. Jetzt haben wir dann bald einen 24-Stunden-Tag hinter uns und ja, jetzt reicht's. So, wir gehen jetzt wieder rein. Wir haben jetzt noch den Glasboden vor uns. Das heißt, man kann einfach nach unten schauen und sieht dann auf den Boden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das haben wir auch schon. Ein paar Mutige stehen schon drauf. So, unsere Präsidenten-Eskorte ist auch schon wieder am Start. Wieder die gleichen 3 Autos wie vorher. Alle schön in schwarz. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel und dann ab ins Bett. Wir sehen uns morgen früh wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao, ciao.